Der Löwe von Juda einfach. Junge, Junge, Junge. Okay, warte mal. Ich muss erstmal gucken, ob wir schlafen müssen. Nö, haben wir alles letztes Mal noch gemacht. Ja, das ist ja ein Lied. Ja, dann können wir mal gucken, was wir diesmal machen, wa? Auftrags on your boat. Waren wir schon mal hier in Istanbul gewesen? Wir sind in der Nähe von Istanbul, ne? Wir sind nicht in Istanbul, oder? Tekirdağ sind wir. Haben wir in Istanbul eine... Haben wir da eine Garage? Ja, ne? Warte mal, lass mal ganz kurz gucken, ob wir in Istanbul eine Garage haben. Warte mal ganz kurz. Ach, wir sind ja jetzt Millionäre hier. Guck mal, wir sind Millionäre. Richtig nice. Nein, das war falsch. Wir haben eine Garage in Istanbul tatsächlich. Das ist ja nice. Das ist ja nice. Auf YouTube natürlich auch. Hallo, hallo, hallo. Ja, herzlich willkommen. Warte mal ganz kurz. Aufträge. Lass uns mal schauen, was wir hier in Tekirdağ so haben. Türkei haben wir leider nichts mehr aufzudecken. Hier geht es nicht mehr weiter tatsächlich. Was haben wir hier? Bulgarien, Plovdiv, Karlov, Karlovo und Pirdob. Haben wir da irgendwas? Das sind also Riesentouren schon wieder hier. Malmö, Pex. Rumänien, was ist denn hier? Guck mal, hier waren wir doch noch nicht. Das sind 1200, das ist ganz schön lang. Weil so lang ist das, glaube ich, gar nicht, ne? Ungarn haben wir hier noch. Ja, das ist auch was, wo wir noch nicht waren. Ich würde jetzt mich vielleicht erstmal hier durcharbeiten. Hier so in dem Dreh. Da waren wir tatsächlich schon. Hier, 1000 Kilometer, das geht doch eigentlich, oder? 1000 Kilometer, das ist doch eigentlich voll in Ordnung, oder? In Warschau. Oder Kronstadt. Hör mal, was nach Kronstadt? Irgendwie hört sich Kronstadt cool an. Nö, haben wir nicht. Dann lass uns doch einfach nach den Traktor hier nach Bachau liefern. 1000 Kilometer ist circa eine Stunde. Ja, das ist doch okay. Da fangen wir doch mal damit an, oder? Ist die Kamera scharf? Ich erkenne es leider gerade nicht. Juna26, Dankeschön für 45 Monate. Vielen, vielen Dank. Daeda, Dankeschön für deine 3 Monate. Und Halsumdreher, Dankeschön für deinen neuen Sub. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen immer. Soll ich schon mal ausparken, gell? Oh, warte mal. Ist der Truck im Arsch? Nö, wir haben noch repariert letztes Mal. Sehr gut. Hab heute Mittag auch 2 bis 3 Runden gezockt. Ja, ETS kannst du halt immer spielen, ne? Kannst du immer spielen. Es gibt keinen Grund, ETS nicht zu spielen. Ganz ehrlich, es gibt keinen Grund. Gibt's einfach nicht. Kannst du sagen, was du willst. Gibt keinen Grund. Und wenn jetzt bald noch der Multiplayer mit reinkommt, ist halt mega geil. Ist halt mega cool einfach. Freue ich mich sehr drauf. Okay, Arbeit. Ja, gut. Natürlich, klar. Aber sonst so gibt es keinen Grund. Wenn wir hier um sich Vorfahrt gewähren. Aber hier kommt keiner. Okay. So. Ach so, der fährt einfach. Ja, gut. ETS hat auch einen Multiplayer. Ja, aber das ist nur der Community-Multiplayer. Es wird jetzt bald einen offiziellen Multiplayer-Modus geben. Allerdings nicht so wie der Multiplayer-Modus, den man quasi so aus dem Dings kennt, ne? Von der Mod quasi, von dem Team, was dahinter steckt. Sondern ein eigener Multiplayer. Mit bis zu 8 Spielern kann man das spielen. Jawohl. Hört man eigentlich was von der Mucke, die ich anhabe? Eher weniger wahrscheinlich, wa? Und es gibt sogar KI-Verkehr, genau. Stopp! Also quasi nur Konvoi-Gezuppel. Ja, ich hoffe halt, dass es vielleicht sogar so ein bisschen, dass du halt quasi vielleicht auch einen Funk hast oder sowas. Und dass du vielleicht auch online mit deinen Kumpels einfach so eine Firma gründen kannst. Okay, warte mal, ich mach mal kurz ein bisschen lauter. Dass du vielleicht auch eine... Warte mal, kann ich das nicht? Ich kann das doch auf das Handy machen. Dass man vielleicht, vielleicht sogar online irgendwie eine Firma gründen kann oder so. Das wäre schon geil. Das wäre richtig cool, Mann.
Kann ich hier nicht lauter leiser machen? Tatsächlich. Geil. So. Cool. Ja, das wäre halt schon nice, wenn man da halt irgendwie online so team-based-mäßig irgendwie eine Firma machen kann. Das wäre schon geil. Mal gucken, was da so kommt. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und feiere immer noch, dass die das Spiel so dermaßen supporten. Das ist tatsächlich so mit... Das sind die best angelegtesten 40 Euro, die ich damals für das Spiel ausgegeben habe. Ich glaube, besser habe ich 40 Euro bis hierhin noch nie investiert. Das ist schon echt nice. Freut mich auch für die Firma, dass die da so, dass das so abgeht. Da finde ich mega nice. War das mal so teuer? Ganz am Anfang zum Release damals waren das so um die 40 Euro, glaube ich. Ich glaube, der ETS, also der erste Euro Truck Simulator, hat irgendwas mit 30 gekostet. Und ich glaube, weil das hier dann aufwendiger war, war der, glaube ich, sogar bei 20 Euro. War der bei 40 Euro oder sowas. Ganz am Anfang. 39 Euro. Zumindest die UVP-Version, also die Retail-Version. Wie viele Stunden hast du da schon reingesteckt? Auf meinem alten Account hatte ich einen gehabt, der hatte ungefähr 300, 400 Spielstunden. Naja, und hier sind wir so bei 213, also insgesamt 600, 700 Stunden ungefähr. Plus, minus. So, tanken waren wir, ne? Der hat getankt, war easy. Aber das Ding ist natürlich immer, du musst natürlich Trucks mögen und du musst das Fahren halt mögen, ne? Es ist natürlich, an sich, es wird es viele Leute geben, die sagen, hey, das ist doch voll langweilig, ne? Weil du halt echt nur geradeaus fährst und du machst ja im Grunde genommen nichts. Ne? Das muss man schon sagen, ne? Also für einen Außenstehenden, der sagt sich halt, ist der doof oder was? Ist doch voll boring. Kann ich verstehen, ne? Kann ich verstehen. Nebenbei Musiker. Genau, du kannst ja auch, du kannst ja auch das Online-Radio einfach einstellen, ne? Gut, können wir jetzt hier nicht machen, aber theoretisch gesehen, du bist voll LW geworden. Du kannst ja hier auf Radio gehen, ne, hier. Und dann hast du hier super viele Radio-Streams. Stellst die Sprache noch ein und gehst einfach hier auf Germany, also auf Deutschland. Oder hast du Hitradio, da hast du Krone-Hit, da hast du Leide, Herz Hannover, Oldie Party, Rock, FFH, Rock, Frankfurt. Hast du ja super viel, ne? Ist alles schon integriert. Saugeil. Saugut einfach. Genau wie mit Simulator One. Es ist mega schade, dass man Simulator One, dass wir das nicht mehr nutzen dürfen. Oder nicht mehr nutzen können, besser gesagt. Das ist mega, mega schade. Aber das war halt echt cool. Ja, ja, alles gut. War nur der Bordstein. Gottes Willen, was ist das denn für ein Abbiegedings hier? Ich fahr mal schnell. Tschüss. Rimaf. Da wollen wir hin. War das Problem mit Twitch Stress gemacht? Naja, wegen DMCA halt, ne? Die spielen natürlich Musik ab, für die ich keine Lizenz habe. Ja, und dementsprechend darfst du es halt nicht. Die haben keinen Stress gemacht, ich habe dadurch keine Probleme bekommen. Aber trotzdem darfst du es halt nicht, ne? Weil es halt nicht Mucke ist, die du quasi abspielen lassen darfst. Ne? So, wo steht das Ding hin? Andere Seite. Falsche Fahrspur? Echt? War das die falsche Fahrspur? Oh. Ja, habe ich nicht gesehen. Habe ich nie mitbekommen. Ich habe sowas aber auch noch nie gesehen, so eine Abbiegedings, ne? Noch nie.
Ah, da ist der Trecker. Er merkt es nicht mal, nö. Mini Ale, Dankeschön für 6 Monate. Vielen, vielen Dank. Und kalter Kälte, Dankeschön für deine 5 Euro. Hab's dir versprochen, hast du verdient. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir vielmals. Oh. Ja, fast perfekt. Eine doofe Frage, soll das nicht über die Firma abgedeckt sein, weil dein Chef hat eine Rundfunklizenz oder hat das damit nichts zu tun? Nee, tatsächlich nicht. Eine Rundfunklizenz hat mit Lizenzen bei Musik nichts zu tun. Also du müsstest dir dann wirklich schon Lizenzen bei den jeweiligen Verlegern oder bei den jeweiligen Plattenlabels holen oder kaufen. Und ich meine, da kann so eine halbe Stunde, so eine halbe Stunde Michael Jackson oder sowas, kann ich da schon mal so eben, je nach Reichweite, vielleicht auch schon mal 10.000 Euro kosten, ne? Jetzt mal überspitzt gesagt. Nee, also das hat damit tatsächlich nichts zu tun. Warte mal, wo ging es denn hier raus? Ich glaube hier vorne, gell? Ja, hier vorne ging es raus. So. Gott, jetzt müssen wir doch wieder langfahren. Ach du liebe Zeit. Uiuiui. Ui, ui. So. Ich glaube, wir müssen. Oh Gott, müssen wir jetzt tatsächlich wieder da drüben lang? So, warte mal. Wo muss ich denn jetzt langfahren? Oh, ich muss hier drüben langfahren. Rechts, ne? Tatsächlich. Oh, und ich hätte hier links fahren. Oh, okay. Hab ich noch nie gesehen, so eine Kreuzung. Noch nie. Hab ich noch nie gesehen. Ist ja krass, ey. So, ich muss jetzt mal ein bisschen freundlich mir hier die Vorfahrt erschleichen. So. Welche Spur sind denn? Die sind die auf der anderen Spur da drüben. Dann kann ich nämlich fahren. Ja, geil. Fahr ich mal raus hier. Muss dann halt nur rüber und das kann ich jetzt machen. Okay. Nice. Ist ähnlich Kreisverkehr ohne Innenvorfahrt. Ja krass, aber habe ich noch nie gesehen tatsächlich. Sehr, sehr krass. Wo treibst du dich da rum? In Tikirdak. Ich hoffe immer noch, dass ich es richtig ausspreche. Ich glaube aber ja. Boah. Euro Truck Simulator oder Truckers MP ist normal Euro Truck Simulator. Ohne Truckers MP. Tikirda wird ausgesprochen. Ah, okay, danke. Danke. Tikirda. Okay. So müssen wir gleich hier wieder raus, ne? Ja. Okay. Hui! 50 aufgehoben, jetzt können wir Gas geben. Hilde. Hast du auch Truckers MP? Ich hatte mal einen Account dort. Ich weiß nicht, ob der noch aktiv ist. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Lenkrad Polo Mio ist authentischer und macht mehr Spaß. Aber Controller geht auch bei dem Spiel sehr gut, tatsächlich. Muss halt deine Tastenbelegung finden. Wir haben ein paar Mods drin, ja. Wir haben ein paar Mods drin. Oh, ich war ein bisschen schnell, gell? Huh?
Fox, Fragerunde, ja, gute Frage, ey. Das ist eine gute Frage, Fragerunde. Most Wanted Games hatten wir letztes Mal gehabt. Was könnte man denn diesmal? Was haben wir denn noch? Was könnte man denn noch? Serien. Gibt es im Moment Serien, die ihr guckt? Das wäre doch auch mal was. Jetzt geht ja bald Haus des Geldes weiter. Habe ich immer noch nicht geguckt. Wollte ich unbedingt gucken, bevor die nächste Staffel kommt. Nice. Wieder nicht geschafft. Zum Kotzen. Peaky Blinders, mega gut. Gotham, Lucifer und Bosch. Stranger Things kommt auch bald. Echt? Ich habe gerade gestern haben wir drüber geschnackt gehabt, wann Stranger Things endlich weitergeht. Weiß man da schon ein Datum? Oh, und Witcher geht ja auch wohl dieses Jahr weiter, ne? Im Dezember oder so. Uff, da freue ich mich mega drauf. Ich muss vorher die erste Staffel auf jeden Fall nochmal gucken. Aber auf die neue Witcher-Staffel bin ich mega, mega hyped. Mega. Gut, dass ich nicht die Bücher alle gelesen haben wollte bis dahin. Boah, auf Witcher bin ich mega gespannt. Und auf eine neue Staffel Better Call Saul. Da frage ich mich auch, wann es da weitergeht. Da frage ich mich tatsächlich auch, wann es da weitergeht. Wahrscheinlich wegen Corona auch erstmal ein bisschen nach hinten geschoben, ne? Und dann nächstes Jahr kommt alles auf einmal raus und du kannst es nicht gucken, weil du dich nicht fünf teilen kannst. Richtig kacke. Auch noch eine gute Frage wäre, ne, wir sprechen ja, jeder hat ja so seine Pile of Shame, ne, also Spiele, sag ich mal, oder so, die halt noch gezockt werden müssen, Serien, die noch geguckt werden müssen. Was steht denn da so an Games oder an Serien noch auf euren Listen drauf? Dinge, die ihr unbedingt nochmal spielen wollt, aber bis jetzt einfach nicht schafft, weil immer wieder neue Spiele rauskommen. Zu lang. Die Liste ist zu lang. Schön, dass es allen gleich geht. Wunderbar. Mass Effect, Alex und Witcher. Mass Effect 3, okay. Fallout New Vegas, Fallout 4, okay. Fallout New Vegas, ja. Auf jeden Fall. Geiles Game. All Assassin's Creed, Skyrim, Death Stranding, Control, Witcher 3. Viele, die Witcher 3 noch spielen wollen. Ich deinstalliere das mal nicht, spiele das bestimmt. Ja, das geht mir immer genauso. Boah, ich kenne das. Tausende GOG-Spiele installiert. Wirklich, ich habe fast eine Festplatte, die ist alleine nur wegen GOG voll. Komplett. Die ist alleine nur wegen GOG, ist die komplett gefüllt. Und wo ich dann immer sage, ah, lass dich mal drauf. Ah. Könnte man ja vielleicht nochmal spielen und dann irgendwann ist die Festplatte komplett voll. Neue Tomb Raider Trilogie. Okay, Tomb Raider Trilogie finde ich auch mega interessant. Will ich auch irgendwann auf jeden Fall nochmal spielen. Vor allem das erste mit Nora Tschirner habe ich damals gespielt gehabt, aber nicht weitergespielt. Ist Nora Tschirner dann auch für die anderen beiden Teile noch In-Game-Model, sag ich mal, gewesen? Okay, nicht mehr. Okay, schade. Tomb Raider Trilogie fehlt mir nur noch. Shadow of the Tomb Raider, okay. Aber echt gute Spiele. In Shadows of the Tomb Raider ist es, glaube ich, Lara Loft. Die die Synchro gemacht hat, aber nicht die quasi Model für Lara Croft gespielt hat, oder? Das wäre krass, das hätte ich überhaupt nicht mitbekommen. Oh, ich muss rüber.
Nee, okay. Das hat mich auch stark gewundert. Also hätte ich ihn natürlich mega gegönnt, ne? Aber ich hätte es nicht mitbekommen. Uncharted, ja, Uncharted dringendst, ja. Was ich euch auch dringend empfehlen kann, wenn ihr mal irgendwie noch, wenn ihr mal irgendwann noch irgendwie sagt, oh, was soll ich mal spielen, habt noch eine 360 zu Hause stehen oder in Steam gibt's das auch. Kane and Lynch. Ne? Kane and Lynch 1 und 2. Unglaublich unterschätzte geile Spiele. Die habe ich sogar gespielt. Geile Games. Kane and Lynch, mega, mega geil. Ist gerade nicht über Far Cry 5 drin. Oh, Far Cry, ja. Ich sag, die Listen sind mega lang, ne? Ja, das ist schlimm. Wie gesagt, ich habe auch super viel auf der Liste da noch stehen. Far Cry 4 und 5 habe ich beide nicht gespielt, wobei ich glaube, war Far Cry 4? War Far Cry 4 das mit den Ureinwohnern quasi? Ich glaube, ich muss hier runter, ne? Ja. Ah, okay, das war Far Cry Primal. Das war aber nicht Far Cry 4, ne? Okay, also Far Cry 3 habe ich damals... Ne, habe ich nicht gespielt. Das habe ich damals tatsächlich bei... Warte, wo habe ich das geguckt? Ich glaube, bei Saraza habe ich das geguckt. Far Cry 3. Ewigkeiten her. Und Far Cry 4 habe ich gar nicht gespielt bis hierhin. Und Far Cry 5 habe ich auch nur angezockt, aber Far Cry 5 fand ich extrem geil. Far Cry 5 hat mich einfach original an diese ganze QAnon-Geschichte erinnert. Ich weiß auch nicht. So ein komplett gestörter Kult einfach, weißt du? Oh, ich glaube, ich bin zu spät losgefahren. Aber es macht nichts. Die lassen mich. Das ist nett. Ehrenmänner. Und Frauen. Ich hab Far Cry 4 gerade gar nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Ich kann mir das Gameplay technisch kann ich mir das gerade überhaupt nicht machen irgendwie. Ich weiß auch nicht. So, warte mal, wo muss ich jetzt hier hinfahren? Ist das hier geschlossen? Was ist das? Okay, ich fahre einfach mal hier hin. Ist die Ampel grün? Guten! Fahren wir mal bitte nahegelegene Wiegestation aufsuchen. Na, natürlich. Wo fahren wir denn? Fahren wir mal zur Rechten hier, komm. Far Cry 3, 4 und Far Cry 5 sind in der Tat gerade im Angebot. Oh, okay, bei Steam oder was? Muss ich noch ein Stück vorfahren? Okay. 34 Tonnen, Sie können weiterfahren. Easy. Sind die Angebote auf Steam? Aber Ubisoft. Okay, okay, okay. Oder kann ich hier... Ich muss hier lang fahren, oder was? Okay. Bei Uplay. Ah, okay, okay, okay. Cool. Ja, da gucke ich doch nachher mal rein. Geil. So, dann hier nochmal Papiere checken und davor können wir sogar tanken. Alter, was ist das denn? Guck mal, wie organisiert das hier ist. Fährst dahin, fährst dahin, fährst dahin und kannst am Ende sogar noch tanken. Geil. Daumen nach oben. Horizon 2 Gameplay gesehen? Ja. Ja, Bogus. Habe ich gesehen. Richtig, richtig geil. Freue ich mich drauf. Vor allem so Unterwasserkram und sowas liebe ich ja sowieso, ne? Sieht so mega einfach aus. So, kurz Motor aus und einmal voll tanken. Wir sind zwar schon, aber passt schon. Aber nochmal voll machen den Aal, das passt schon. Anno 1800 müsste ich auch wieder spielen, das ist so ein gutes Game. Sind da nicht super viele Add-ons rausgekommen? Für Anno 1800? So, jetzt muss ich aber erstmal gucken, wo ich hier langfahren muss, ne? Hier? Ah jo, ich glaube hier.
Okay, wieder erinnern. So, Freunde, lasst ihr mich raus. Dankeschön. Far Cry 3 kostet 3 Euro, Far Cry 4 6 Euro und Far Cry 5 kostet 9 Euro. Was? Und das bei Ubisoft? Im Store? Was zum Teufel? Heftig. Geht das noch bis nach dem Stream oder was? Cool. Alter, wie viele Schranken wollen, wie soll ich hier noch durchfahren? Nochmal Papiere checken. Junge, 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 Junge. Na ja, dann komm. Grenzkontrolle. Let's go. Ja, da muss ich aber direkt mal rein. Ja, Formular 38, aber echt. Das fehlt echt noch. Vielleicht sollten wir aber mal schnell pennen. Wie sieht's denn aus? Hey, wir können eigentlich noch ein Stück. Wann kommt denn die nächste Raststätte? Die nächste Raststätte kommt hier erstmal nicht. Kommt hier erstmal nicht, 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 nicht. Dann fahren wir hier runter und da kommt die nächste. Ja, okay, wir können noch ein Stück fahren. Das passt schon, okay. So, das müssen wir mal gucken. Ich glaube, hier müssen wir lang, ne? Gehen wir hier durch. Zack, zack. Und dann mal durchjodeln hier. Wumms. Tanken waren wir ja gerade erst, ne? Ja. Das passt. Sims-Muck im Hintergrund. Geil. Begib dich bitte zu Schalter 1, Tobi, für Formular B2. Oh Gott. Beste Witcher-Quest ever. Gute Nacht an allen, die schlafen gehen. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. Ich müsste mal Licht anmachen. Ich hatte die ganze Zeit Licht an, okay. Nach die an alle, die schlagen gehen. Nice, Pommes. Pommes, du alter Huhl. Baum ist der alte Hooligan. Baumes geht nachher noch ein paar Nazis verprügelt in der Innenstadt. Das originale Deus Ex. Oh, ganz toll. Ganz tolles Spiel. Ganz tolles Game. Echt gut. Echt gut gemacht. Teilweise auch echt ein bisschen widerlich, ne? Wenn du da mit so einem Raketenwerfer auf die Gegner schießt, dann explodieren die so richtig. Da hörst du nur so. Pff. Das ist ein bisschen eklig. Aber ansonsten geiles Spiel auf jeden Fall. Oder auch das originale Stalker. Auch ein geiles Spiel. Gibt's bei GOG unter anderem. Auch sehr geil. Habe ich auch noch nie gespielt tatsächlich. Wollte ich immer mal spielen. Auch sehr, sehr nice Spiel. Hast du noch nie Rise of the Triad gespielt? Ne, habe ich auch noch nicht. Also habe ich wirklich noch nicht. Kenne ich nicht. Was ist das? Oh. Das kenne ich tatsächlich nicht. Das Game. War ich hier nochmal? Ach, hier war Fernlicht. Okay. Wupp, schwubidi, du, bubidi. Da kommt ein LKW, fahr schnell.
Kurz im Spiegel gucken. Kommt keiner, let's go. Drauf da auf die Autobahn. Mit Deutscher, beiseite. So, wir fahren jetzt aber gleich schon wieder runter, weil wir gehen hier pennen. Ich glaube, wir müssen, ne? Ah ja, wir gehen hier schlafen.